Huhu, da bin ich wieder. Hier am wunderschönen Spawn, habe ich ja schon gezeigt. Ich habe mal gedacht, ich setze mich mal jetzt hier neben dem Pinocchio-Verschnitt hier, der sowieso hier gerade irgendwas liest. Ich versuche mal zu spicken, aber wahrscheinlich liest er gerade das Survival-Buch an der Seite. Na gut, dann lasse ich ihn mal in Ruhe lesen und ich würde sagen, ich suche mal den nächsten raus. Ich würde hier. Ach, da vorne ist jetzt Pinocchio. Da setze ich mich mal zu Pinocchio. Hi Pinocchio. Kann ich das so machen? Wie mache ich das? Ah, hat funktioniert. Ah, ich hätte ein bisschen mehr rüberrutschen sollen. Okay. Als erstes muss ich das hier ausschalten. Und heute geht's um die dritte Geschichte. Ich möchte euch mal vorlesen, damit mein Event endlich abgeschlossen werden kann. Und zwar hat es eingereicht Roaming Owl. Das müsstet ihr alle kennen. Er schreibt ja einige Bücher, beziehungsweise macht immer einen Wettbewerb. Ja, jedes Jahr eigentlich so ein Schreiberling-Wettbewerb. Könnt ihr mal reinschauen. Und ich würde direkt anfangen. Kann sein, dass ich ab und zu mal unterbrechen muss, wegen der Stimme. Und zwar, er hat geschrieben, dass hier meine Fragen nicht alle direkt beantwortet werden und manche werden mehr oder weniger zwischen den Zeilen erläutert. Gut, dann fangen wir doch mal an mit der Geschichte. Sie hat auch eine Überschrift. Ich leg mal los. Der verfluchte Segen oder ein wandernder Stern zerbrach in 1000 Tränen. Ehrfürchtig bestaunten wir das Spektakel am Himmelshorizont. Noch nie zuvor erblickten wir solch ein überwältigendes Phänomen, welches sich über unser Meer entfaltete und über unseren Häuptern erstreckte. Auf seinen Reisen durch die Welten der Sterne zerbrach ein wandernder Stern und teilte sich in unzählige Fragmente seiner selbst. Brennende Tränen fielen vom Himmel herab, durchdrangen die Wolkendecke und bedeckten und betteten sich auf dem Grund des Ozeans zur Ruhe. Säulen aus Feuer stiegen um uns herum auf, das Wasser wurde unruhig und trat den lodernden Flammen entgegen. Brennende Felsen erhoben sich aus den Wassern und flogen in Richtung der Sonne, unaufhörlich und jeglichen Strapazen trotzend. Wie es einst dieser Stern tat, so reisten auch wir durch die Welt. Unser Volk bestand aus wandernden Seelen, welche sich der Natur hingegeben haben und mit ihr lebten. Wir hausten auf flachen Schiffen, mit welchen wir den Ozean befuhren. Schon den kleinsten von uns brachten wir bei, die Früchte des Meeres zu schätzen und zu sammeln. Aus feinstem Treibholz erschufen wir unsere Werkzeuge und fischten uns unsere Mahlzeiten. Zur Ehrung unserer allgegenwärtigen Sonne am Horizont ließen wir diese Angeln von unserem Schamanen segnen. Ein Siegel, welches diesen Segen in sich tragen soll, wurde in Form einer Sonne auf jeder Angel angebracht. Diese magische Zauberformel, seit Generationen weitergegeben und behütet, sorgte dafür, dass wir stets ausreichend Nahrung sammeln konnten. Ohne unseren Fisch, so war uns allen bewusst, würden wir nicht lange überleben. Doch gab es Missgunst und Hass in unseren Reihen. Aus einem Gerücht entsprungen entstand die Sorge um Flüche, die uns unsere so wichtigen Fische berauben und uns dazu zwingen sollen, das Meer zu verlassen, um auf dem Festland sesshaft zu werden. Zweifel wurden gesät und Zwietracht geerntet. Entschuldigung. Und so geschah es, dass aus unseren schlimmsten Befürchtungen ein Funken der Wahrheit die Flammen der schrecklichen Erkenntnis entflammt hat. Kein Fisch war uns mehr vergönnt. Das Meer war so leer wie unsere Mägen. Unser Hunger wurde immer größer und unsere Anzahl immer kleiner. Unsere Angeln, einst gesegnet, waren nun nicht mehr als ein wertloses, verfluchtes Stück Treibholz, welche Erinnerungen an vergangene, wohlhabende Tage anhafteten. Als wir einen letzten Wurf ausübten, bevor wir das Festland aufsuchen wollten, blickten wir in den Himmel über uns und fanden einen brennenden Stern. Es wirkte so, als ob er zurückstarrte und aus Mitleid damit begann, trauervoll zu weinen. Seine Tränen brannten sich durch den Himmel und trafen das Meer, unsere Schiffe und unsere Körper.
Die Flammen des Sterns erzeugten einen Nebel, welcher sich an unseren Körpern festsetzte. Diejenigen, denen das Glück des Lebens hold war, zogen auf das Land. Bei sich trugen sie unsere verfluchten Angeln, welche aufgrund ihres graziösen Aussehens überaus großen Gefallen in anderen Kulturen gefunden haben. Jedem neuen Besitzer einer jeden verfluchten Angel wurde sich über diesen nebelhaften Fluch bewusst, und so wurden diese über die Welt verteilt. Ein Versuch, sie zu zerstören, erlöste den Träger nicht des Fluches und nahm jegliche Möglichkeit, ihn an eine andere Person weiterzugeben. Manche verlangten Geld dafür, manche verschenkten sie weiter, in der Hoffnung, von jenem Fluch davonzukommen. Doch egal, wer sie in den Händen hielt, der Nebel folgte jeder einzelnen Angel, bis er den Besitzer erreichte und diesen verschlungen hatte. Um diesem Schicksal zu entgehen, half es nur, das verfluchte Stück Treibholz an eine andere, unschuldige Seele weiterzugeben. Das war die Geschichte, und euch ist es sicher aufgefallen. Da hat die Erwähnung der Samira hat gefehlt. Nichtsdestotrotz werde ich auch diese Geschichte werden, und ich werde auch alle unter allen Videos, die jetzt hier in diesem Post hier drin sind, die Geschichte nochmal in Textform auflisten, damit ihr hier alles nochmal schön nachlesen könnt, falls ich mich irgendwo versprochen habe. So, mit der Auswertung, die werde ich dann im Anschluss, nachdem das Video gesendet wurde, verkünden. Mit der Pickaxe, hat sich erledigt, das habe ich glaube ich beim ersten Mal schon gesagt, da nur drei Bücher da sind. Ich habe auch schon eine Fortsetzung geplant, aber ich möchte mich jetzt als nächstes erstmal meinem Projekt widmen und schauen, dass ich hier vorwärts komme. Gut, ich gehe mal kurz nochmal hoch, denn ich wollte meine Archivmans mal durchschauen, was ich heute denn noch machen muss oder sollte. Ich soll Lazy Town besuchen, das kann ich ja fast alles machen, bis auf die Widerskelette, da habe ich wieder mal, müsste ich in Nether, und ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Farm schon gibt, das ist mir nicht bewusst. Okay, da ist alles leer. Also ein, was muss ich noch sagen, Leute. Beim letzten Mal hatte ich, halt das bin ich, beim letzten Mal musste ich leider eine Orange in den April schicken. Entschuldigung nochmal dafür. Ja, aber das ist einfach so. Man muss immer mal in den April geschickt werden, damit das Ganze, damit man was zu lachen hat, einfach so. Ich müsste jetzt nach Lazytown reisen, das will ich aber gar nicht, deswegen könnte ich ja heute, nein, ich will ja gar nichts machen. Ich würde nochmal geschwind, soll ich mal den Nether betreten? Nein, Leute, ich mache ein kurzes Video. Ich mache einfach nur ein kurzes Video. Ich wollte zwar jetzt mal zur Kreativwelt gehen und noch was nachschauen, aber ich mache das später mal. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich nochmal nach außen und würde sagen, die haben alle eine Elytra, Mann. Da war übrigens heute der große Hype auf der, oder der Run auf die ganzen Elytras, Elytren. Und ich habe versucht hier da so ein, mir ein bisschen was zu erschaufeln, zu erpinseln. Na gut, hat nicht geklappt. Leute, danke fürs Zuschauen. Eine relativ kurze Folge. Heute ging es nur um die Geschichte diesmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich sag mal, in der nächsten Folge, Leute, da bin ich, also das für mich der Hammer. Aber seht ihr dann selbst. Ciao, danke fürs Zuschauen.